Das heißt, die Communities of Practice, die Herr Reinhardt angesprochen hat, würden Sie sagen, diese Gruppen von Leuten, die sich austauschen, quer zu den Projekten aus den verschiedenen Disziplinen, die Sie genannt haben, das ist eine wichtige Funktion für den Wissenstransfer im Cluster? Es ist ein, ja, es ist für den Wissenstransfer, was auch so wichtig war, hier konkret die, ich nenne das ja immer die IS-Welt, aber ich glaube, wir hätten keine IS-intelligente Sensorik-Welt, sondern wir hätten einfach einzelne Projekte, SSA, SSB, SSC gehabt. Hätten wir nicht ein Werkzeug, die wären isoliert gelaufen, es hätte nicht das gegeben. Und ich glaube, was wir geschafft haben, dank solcher Werkzeuge oder dank Community-Moderation, ist uns als eine IS-Welt zu verstehen, nicht als verschiedene Teilprojekte. Das ist ja häufig immer, woran Spitzenclusterprojekte kranken oder Großprojekte, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht, sondern ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen gehabt und haben im Prinzip, ja, wir können sagen, SSA, das Ziel, das intelligente Shirt, SSB, der Zuckersensor, SSC, der Konzentrator, SSD, SSE, Datenhaushalt, Ortung, ja, das ist alles um ein System herum. Es ist eine IS-Welt. Mhm. Ja. Es sind nicht fünf Einzelprojekte. Ja. Es ist eine Welt und dafür braucht es ein Werkzeug, das es zusammenhält. Ich fand am Medical Valley besonders interessant, dass man einfach Leute verschiedener Disziplinen zusammengebracht hat, also Mediziner, Ingenieure, Ökonomen. Also ich bin ja auch Ingenieur, ja. Ich komme aus der ingenieurtechnischen Denkwelt. Und Mediziner ist dann noch wieder eine andere, die Ökonomen, die beraten, die Sozialwissenschaftler, das sind verschiedene Disziplinen. Und jeder versucht natürlich, wenn ein System spezifiziert wird, das aus seinem Blickwinkel zu spezifizieren, hat bestimmte Ziele, die er mit, jetzt in unserem Fall konkret war es ja die IS-Welt oder das Gesundheitsassistenzsystem, Gesundheitsassistenzsystem. Jeder hat da vorliegen, ein typisches Beispiel, also von Seiten der Diakonie kam die Forderung, ja, der Akku für ein Gesundheitsassistenzsystem soll 4 Wochen halten, einen Monat. Und dann haben wir natürlich als Entscheidungstechniker, also für uns sind schon 2 Tage schwierig. Oder, also, ja, oder 2 Tage könnten wir uns vorstellen. Und dann kommt dann wieder, ja, 2 Tage, das sei ja nicht praktisch, weil natürlich, es muss in den Tagesablauf, in den Pflegeablauf integriert werden. Also ist die Tagesscheibe noch besser, dann ist halt jedes Mal, jeden Abend, wenn um 6 Uhr der Pflegedienst kommt, wird dann der Akku gewechselt. Ja? Also man muss einfach mal über den Tellerrand schauen. Man muss einfach schauen, wie denkt der andere, was ist dem anderen wichtig, was sind die Kriterien für Erfolg, Nicht-Erfolg, die jede Disziplin hat. Ja. Und Dinge, die vielleicht auf der einen Seite uns nicht so wichtig erschienen, sind dann auf einmal wichtig. Oder Dinge, die uns als sehr wichtig erschienen, waren Bagatell oder waren gar nicht relevant. Ja. Ich denke, wir haben eigentlich beide Instrumente benutzt. Wir haben auf der einen Seite dieses webbasierte Tool benutzt, Community-Plattform, über solche Werkzeuge, aber wir hatten auch unsere intelligente Sensorik, unsere regelmäßigen Treffen auch. Ich denke, die waren in Abständen von halbjährlich, 4 Monate mal, je nach Fall, wie halt auch die Ferien fielen. Aber die Abstände sind dann wiederum zu groß. Dafür brauche ich dann doch die Plattform zwischendrin. Ja. Ich habe diese Treffen, sagen wir jetzt mal ein halbes Jahr im Durchschnitt, und zwischendrin habe ich trotzdem die Plattform, so das Moment, was da in Gang kommt, weil so ein persönlichen Festival erhalten bleibt und sich fortgeführt werden kann. Und Dinge, die man sagt, müssen ja dann von allen lesbar sein. Man will vielleicht auch gewisse Diskussionen nachverfolgen. Wenn man sich jetzt auf so einer Veranstaltung oder intelligente so einen Workshop unterhalten hat, dann ist es ein Gespräch, aber es ist nicht für alle sichtbar. Die Diskussion ist nicht transparent. Also ein Werkzeug, so ein Tool-Werkzeug, kann auch Diskussionen. Das ist zum nächsten Summit vielleicht wieder verflogen. Ja, und da weiß man nicht, wieso haben wir jetzt die Entscheidung gefällt und warum haben wir uns eine Designentscheidung in der Richtung. Wie sind wir da hingekommen? Was war der Weg dahin? Die Dinge müssen auch auf Dauer bestehen bleiben. Also die wichtige Frage meiner Community ist ja immer, was ist, wenn das Fördergeld zu Ende ist? Wie geht die Community weiter? Also was passiert jetzt zum Beispiel 2015, wenn jetzt Spitzencluster Smart Sensor Projekte zu Ende sind? Geht es dann weiter? Also was hat Bestand? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und ich denke, die persönlichen Verbindungen haben Bestand, das Interesse hat Bestand. Ich denke aber auch diese gemeinsame Vision, die IS-Welt, die man halt gezeichnet, wird bestehen. Und also die Community lebt weiter, auch nach Fördergeldern. Okay, vielen Dank. Ja.